Was sind die Instrumente der Verkaufsförderung? Was sind die Instrumente der Verkaufsförderung? Nur es gibt auch hier wieder eine ganze Reihe. Ich nenne Ihnen beispielhaft, nenne ich Ihnen einige. Produktproben. Dann Preisausschreiben. Produktpräsentationen. Bildschirme an Regalen. Wer nicht weiß, wovon ich hier rede, der gehe mal in einen Baumarkt. Man nennt das sprechende Regale. Ja, da ist ein Bildschirm und wird dann durch eine Lichtschranke wird das ausgelöst und dann fängt da ein Werbefilm an zu laufen, wo Ihnen der Dremel präsentiert wird. Ja, wenn Sie nicht wissen, was der Dremel ist, dann müssen Sie auch in den Baumarkt gehen. Und Finanzierungsangebote. Finanzierungsangebote kriege ich gerade noch so hier hingequetscht. Ja, der Kunde sagt, möchte ich gern haben, habe aber kein Geld. Oder ist mir zu viel, ist mir zu teuer. Dann sagt man, ja, ist doch überhaupt kein Problem. Unsere hauseigene Bank finanziert Ihnen das Auto. Ja, wie wollen Sie es? Welche Ratenzahlung? Und so weiter und so weiter. Ja, das ist die Verkaufsförderung, die Förderung des Verkaufs durch ein bestimmtes Instrument, um dem Kunden jetzt über die Hürde hinweg zu helfen, damit er jetzt kauft. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.